Buongiorno e benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco 100 frasi per oggi per voi, senza spiegazioni. Dunque, leggo la frase in italiano e dopo due volte in tedesco. Cosa dovete fare? Ascoltare. Invece di ascoltare musica o le notizie, ascoltate il tedesco se volete imparare il tedesco. E se volete forse imparare inglese, potete farlo sul mio altro canale, vi lascio il link sotto nella descrizione. E anche se volete imparare tedesco o italiano con me, su Skype potete scrivermi su questo indirizzo, jelenaspellgmail.com. Ok, adesso cominciamo con la lezione. Numero 1. Cos'hai? Lasciami in pace. Was ist mit dir los? Lass mich in Ruhe. Was ist mit dir los? Lass mich in Ruhe. La mattina fa freddo. Der Morgen ist kalt. Der Morgen ist kalt. Non lavoro dopodomani, voglio riposarmi. Ich arbeite nicht übermorgen. Ich will mich ausruhen. Ich arbeite nicht übermorgen. Ich will mich ausruhen. Non ha ascoltato la musica, ha dormito. Lei. Sie hat keine Musik gehört. Sie hat geschlafen. Sie hat keine Musik gehört. Sie hat geschlafen. Potrei provare a parlare piano. Ich könnte ja versuchen, leise zu sprechen. Ich könnte versuchen, leise zu sprechen. Abbiamo già chiuso. Wir haben schon geschlossen. Wir haben schon geschlossen. L'azienda paga i costi del viaggio. Die Kosten für die Reise bezahlt die Firma. Die Kosten für die Reise bezahlt die Firma. Domani dobbiamo alzarci prima delle 5. Morgen müssen wir vor 5 Uhr aufstehen. Morgen müssen wir vor 5 Uhr aufstehen. L'insegnante corregge gli errori. Der Lehrer verbessert die Fehler. Der Lehrer verbessert die Fehler. Lui ha semplicemente preso le monete. Er hat einfach die Münzen genommen. Er hat einfach die Münzen genommen. Le persone intelligenti sono in grado di imparare e capire le cose facilmente. Jemand, der klug ist, kann Dinge leicht lernen und verstehen. Jemand oder die Person, die klug ist, oder jemand, der klug ist, kann Dinge leicht lernen und verstehen. Lui è in grado di imparare e capire le cose facilmente. Er kann Dinge leicht lernen und verstehen. Er kann Dinge leicht lernen und verstehen. Ha figli? Ho tre figli, un maschio e due femmine. Haben Sie Kinder? Ich habe drei Kinder, einen Jungen und zwei Mädchen.
Haben Sie Kinder? Ja, ich habe drei Kinder. Einen Jungen und zwei Mädchen. L'ho visto soltanto nel fine settimana. Ich habe ihn erst am Wochenende gesehen. Ich habe ihn erst am Wochenende gesehen. Cosa dicono i giovani più spesso? Ciao o arrivederci? Was sagen junge Leute meistens? Tschüss oder auf Wiedersehen? Was sagen junge Leute meistens? Tschüss oder auf Wiedersehen? Questa visita era importante per me. Dieser Besuch war mir wichtig. Dieser Besuch war mir wichtig. Beviamo ancora una birra? Trinken wir noch ein Bier? Trinken wir noch ein Bier? Bevo solo la birra analcolica. Ich trinke nur alkoholfreies Bier. Ich trinke nur alkoholfreies Bier. Silenzio ed oro. Parlare è argento e il silenzio è d'oro. Reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Sei un cattivo esempio per i bambini. Du bist ein schlechtes Beispiel für die Kinder. Du bist ein schlechtes Beispiel für die Kinder. Il tappeto è sul pavimento. Der Teppich liegt auf dem Boden. Der Teppich liegt auf dem Boden. Il pavimento non è molto pulito. Der Boden ist nicht sehr sauber. Der Boden ist nicht sehr sauber. Dort haben wir, Entschuldigung, prima in italiano, lì abbiamo visto un paio di bei vestiti. Dort haben wir ein paar hübsche Kleider gesehen. Dort haben wir ein paar hübsche Kleider gesehen. Mi chiedo se questo sia vero. Ich frage mich, ob das richtig war. Ich frage mich, ob das richtig war. Siamo sulla strada giusta? Sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir auf dem richtigen Weg? Aspetta il momento giusto per parlarne. Lui. Er wartet auf den richtigen Moment, um darüber zu sprechen. Er wartet auf den richtigen Moment, um darüber zu sprechen. Appena mi chiama, te lo dirò. Sobald sie mich anruft, werde ich es dir sagen. Sobald sie mich anruft, werde ich es dir sagen. Ho messo il mio libro nello scaffale. Ich habe mein Buch ins Bücherregal gestellt. Ich habe mein Buch ins Bücherregal gestellt. Lo scaffale è nuovo? Ist das Bücherregal neu? Ist das Bücherregal neu? Lei mi aspetta all'angolo. Sie wartet an der Ecke auf mich. Sie wartet an der Ecke auf mich.
Il prossimo esame sarà a fine agosto. Die nächste Prüfung findet Ende August statt. Die nächste Prüfung findet Ende August statt. Lei non guarda mai la TV. Sie sieht nie fern. Sie sieht nie fern. Credo che qui abbia fatto un errore. Lei, per cortesia. Ich glaube, da haben Sie einen Fehler gemacht. Ich glaube, da haben Sie einen Fehler gemacht. Tuo fratello lavora in un negozio? Arbeitet dein Bruder in einem Geschäft? Quello non ci serve. Arbeitet dein Bruder in einem Geschäft? La banca è chiusa dopo le 4. Die Bank ist nach 4 Uhr geschlossen. Die Bank ist nach 4 Uhr geschlossen. È stata l'unica volta che l'hai visto? War das das einzige Mal, dass du ihn gesehen hast? War das das einzige Mal, dass du ihn gesehen hast? Possiamo dividerlo? Können wir das teilen? Können wir das teilen? Posso cambiarlo forse? Kann ich es eventuell vielleicht umtauschen? Kann ich es eventuell vielleicht umtauschen? Lui è già grande, non è un bambino. Er ist schon groß. Er ist nicht ein Kind. Er ist schon groß. Er ist nicht ein Kind. Fai spesso questo errore? Machst du diesen Fehler oft? Oder magst du oft diesen Fehler? Hai appeso il completo nell'armadio? Hast du den Anzug in den Schrank gehängt? Hast du den Anzug in den Schrank gehängt? Non ti devi scusare affatto. Du brauchst dich überhaupt nicht zu entschuldigen. Du brauchst dich überhaupt nicht zu entschuldigen. Anna non va d'accordo con Tom. Anna versteht sich nicht so gut mit Tom. Anna versteht sich nicht so gut mit Tom. Mi ha detto questo anche lui. Das hat er mir auch erzählt, mi ha raccontato. Questo anche lui. Das hat er mir auch erzählt. Se potessi, vorrei scoprire come controllare il mio appetito. Ich wünschte, ich könnte herausfinden, wie ich meinen Appetit kontrollieren kann. Ich wünschte, ich könnte herausfinden, wie ich meinen Appetit kontrollieren kann. Sono senza fiato. Ich bin außer Atem. Ich bin außer Atem. Per quanto tempo puoi trattenere il respiro? Wie lange kannst du den Atem anhalten? Wie lange kannst du den Atem anhalten? Non ti preoccupare, non lo faccio cadere. Mach dir keine Sorgen, ich werde es nicht fallen lassen. Mach dir keine Sorgen, ich werde es nicht fallen lassen.
Mi stanco facilmente, sono già stanco quando mi alzo la mattina. Ich werde schnell müde. Ich bin schon müde, wenn ich morgens aufstehe. Ich werde schnell müde. Ich bin schon müde, wenn ich morgens aufstehe. Non ti morderò. Ich werde dich nicht beißen. Ich werde dich nicht beißen. Ho la sensazione che tutti mi stiano criticando. Ich habe das Gefühl, dass mich alle kritisieren. Ich habe das Gefühl, dass mich alle kritisieren. Non mostrare, non lasciar trapelare i tuoi sentimenti. Zeigen, mostrare. Lass deine Gefühle nicht zeigen. Lass deine Gefühle nicht zeigen. Sentimenti del genere mi erano sconosciuti, non conosco sentimenti del genere. Solche Gefühle waren mir fremd. Solche Gefühle kenne ich nicht. Solche Gefühle waren mir fremd. Solche Gefühle kenne ich nicht. Ho la sensazione che tu mi ignori. Ich habe das Gefühl, du ignorierst mich. Ich habe das Gefühl, du ignorierst mich. Mi piace ascoltare la radio in macchina. Ich höre im Auto gern Radio. Ich höre gern Radio im Auto. Indovina chi ho visto oggi? Il tuo insegnante. Rate mal, wen ich heute gesehen habe. Deinen Lehrer. Rate mal, wen ich heute gesehen habe. Deinen Lehrer. L'enigma è difficile, non so la soluzione. Das Rätsel ist schwierig. Ich weiß die Antwort nicht. Oh, die Lösung, Soluzione. Das Rätsel ist schwierig. Ich weiß die Antwort nicht. La lezione si svolge nell'aula 5 oggi. Der Unterricht findet heute in Raum 5 statt. Der Unterricht findet heute in Raum 5 statt. Dalle 12 alle 13 abbiamo la pausa pranzo. Von 12 bis 13 Uhr haben wir Mittagspause. Von 12 bis 13 Uhr haben wir Mittagspause. Questa spiaggia è privata, non possiamo nuotare qui. Dieser Strand ist privat. Wir dürfen hier nicht schwimmen gehen. Dieser Strand ist privat. Wir können hier nicht schwimmen gehen. Non dobbiamo. Wir dürfen nicht. È vietato. Es ist verboten. La camera costa 100 euro a notte. Das Zimmer kostet 100 Euro pro Nacht. Das Zimmer kostet 100 Euro pro Nacht. Vorresti imparare ad andare a cavallo, forse? Möchtest du reiten lernen? Möchtest du reiten lernen? La riparazione è molto costosa. Die Reparatur ist sehr teuer. Die Reparatur ist sehr teuer. Vorrei prenotare un tavolo per 5 persone. Ich möchte einen Tisch für 5 Personen reservieren. Ich möchte einen Tisch für 5 Personen reservieren.
Questi sono 50 Euro, il resto ti do dopo. Hier sind 50 Euro, den Rest gebe ich dir später. Hier sind 50 Euro, den Rest gebe ich dir später. Per favore, consegni le chiavi alla Reception. Geben Sie bitte den Schlüssel an der Rezeption ab. Geben Sie bitte den Schlüssel an der Rezeption ab. Lei ha perso la sua fede nuziale. Sie hat ihren Ehering verloren. Sie hat ihren Ehering verloren. Do da mangiare al mio cane due volte al giorno. Ich füttere meinen Hund zweimal pro Tag. Ich füttere meinen Hund zweimal pro Tag. Lui insegna a nuotare ai bambini. Bringt den Kindern das Schwimmen bei. Bringt den Kindern das Schwimmen beibringen. Quanto pensi che ci si metta per arrivare all'aeroporto? Wie lange glaubst du, braucht man bis zum Flughafen? Wie lange glaubst du, braucht man bis zum Flughafen? L'anno scorso ha nevicato molto. Letztes Jahr hat es viel geschneit. Letztes Jahr hat es viel geschneit. Il nostro bambino ha le guance rosse. Unser Kind hat rote Wangen oder Pausbacken. Unser Kind hat rote Wangen. Rote Pausbacken. Sono sempre attento a non fare niente che mi faccia male alla salute. Ich passe immer auf, nichts zu tun, das meine Gesundheit schädigt. Ich passe immer auf, nichts zu tun, das meine Gesundheit schädigt. Un giro del mondo è sempre stato il mio sogno. Eine Weltreise war schon immer mein Traum. Eine Weltreise war schon immer mein Traum. Mi piace questo paese e vorrei rimanere qui. Ich mag dieses Land sehr und ich möchte hier bleiben. Ich mag dieses Land sehr und ich möchte hier bleiben. Da domani devo lavorare di nuovo. Ab morgen muss ich wieder arbeiten. Am morgen muss ich wieder arbeiten. Oggi non posso venire, ma domani ho il tempo. Heute kann ich nicht kommen, aber morgen habe ich Zeit. Heute kann ich nicht kommen, aber morgen habe ich Zeit. Quest'anno finisco i miei studi. Ich schließe dieses Jahr mein Studium ab. Ich schließe dieses Jahr mein Studium ab. Attento, il traffico è pericoloso qui. Pass auf, der Verkehr ist hier gefährlich. Pass auf, der Verkehr ist hier gefährlich. I miei genitori vivono in campagna. Meine Eltern leben auf dem Land. Meine Eltern leben auf dem Land. Quando vieni, ti preparo una torta. Wenn du kommst, backe ich einen Kuchen. Wenn du kommst, backe ich einen Kuchen. Non ho notato che sei venuto. Ich habe nicht bemerkt, dass du gekommen bist. Ich habe nicht bemerkt, dass du gekommen bist. Vorrei un po' d'acqua. Ich hätte gerne etwas Wasser. Ich hätte gerne etwas Wasser. Non ho fame, ma vorrei un dolce. Ich habe keinen Hunger, aber ich hätte gerne ein Dessert. Ein Dessert. Ich habe keinen Hunger, aber ich hätte gerne einen Nachtisch. Dessert. Vorrei una spiegazione. Ich hätte gerne eine Erklärung. Ich hätte gerne eine Erklärung.
Vorrei una camicia bianca. Ich hätte gerne eine weiße Bluse. Ich hätte gerne eine weiße Bluse. Mio fratello va ancora a scuola. Mein Bruder geht noch zur Schule. Mein Bruder geht noch zur Schule. Ha un libro sulla storia di Berlino? Haben Sie ein Buch über die Geschichte von Berlin? Haben Sie ein Buch über die Geschichte von Berlin? Il nostro ufficio è chiuso di sabato. Unser Büro bleibt samstags geschlossen. Unser Büro bleibt samstags geschlossen. Lui è un tuo buon amico? Ist er ein guter Freund von dir? Ist er ein guter Freund von dir? Agli uomini piace giocare a calcio. Die Männer spielen gern Fußball. Die Männer spielen gern Fußball. Dove vive sua zia? Wo wohnt ihre Tante, di lei? Wo wohnt ihre Tante? Il cane dorme nell'angolo. Der Hund schläft in der Ecke. Angolino. Der Hund schläft in der Ecke. Quello che prometto lo mantengo. Was ich verspreche, halte ich. Was ich verspreche, halte ich. Posso aspettare nella sala d'attesa? Kann ich im Wartesaal warten? Kann ich im Wartesaal warten? Non lo devi dimenticare. Du sollst das nicht vergessen. Du sollst das nicht vergessen. Perché stai in piedi davanti alla porta? Warum stehst du vor der Tür, davanti alla porta? Warum stehst du vor der Tür? Sono senza speranza. Ich bin hoffnungslos. Ich bin hoffnungslos. Trovo sempre dei soldi. Ich finde immer Geld. Ich finde immer Geld. Jemand ist da. C'è qualcuno. Jemand ist da. Ok, finiamo qui. Spero che vi sia utile, che vi siano utili queste frasi. Ci vediamo, arrivederci.